ja, Mann, am Ruhe. Hassig, der Name, Mann, tja. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr seht, wir sind jetzt hier gerade am 7er dran. Ich habe gestern auf Instagram in meiner Story mal hochgeladen, ob mir einer eine Bühne leihen kann. Und der gute Jan hat hier seine Bühne zur Verfügung gestellt. Ja, es geht um die Tieferlegung. Problematik bei der Tieferlegung für den 7er. Wir haben hier Federn. Bin aber sehr skeptisch, ob der Wagen überhaupt tiefer kommt. Jetzt ist er ja hoch wie ein Bus. Und das Problem ist einfach, die Dämpfer vom BMW selber, die Original-Stoßdämpfer quasi, die sind extrem lang, also bis hier unten hin. Und wenn ich die Feder hier mal ranhalte, haben die ungefähr die gleiche Länge wie verbaut ist. Nur der federt ja noch ein, also wird ein bisschen runterkommen, aber ich glaube, wir werden nicht allzu viel Erfolg haben. Da ich es aber jetzt schon tausendmal angeteasert habe, ziehe ich das jetzt durch. Felgen sind auch schon neue da, ja. Ich habe es euch noch nicht gezeigt extra, weil wir das erst später machen werden, wenn der Wagen unten ist. Und dann mit Felgen machen wir so einen kleinen Carporn oder was. Wir schauen uns das jetzt erstmal an, wie wir so einen Stoßdämpfer hier rausballern. Wenn der draußen ist, dann zeige ich euch die Problematik von so einem Stoßdämpfer. Und ja, ich bin auf jeden Fall happy, dass die beiden hier am Start sind. Weil ich glaube, ich wäre ein bisschen überfordert. Eine Ewigkeit später. So, jetzt genau das passiert, was ich befürchtet habe. Alles muss raus. Querlenker, Spurstange, Stabi sowieso. Der kommt ja eh neu. Das ist. Aber wenn das gleich draußen ist, dann erkläre ich euch das nochmal am Auto. Da sieht man es besser. Wir müssen auf jeden Fall alles zerpflücken. I'm trying to touch the states this time. 2021. Yeah, show them I can still rap though. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? Der Hackschenkel hat Platz genommen. Also, ich erkläre euch mal kurz, was wir hier haben. Also, wir müssen hier alles lösen. Einmal den Querlenker, den Stabi, die Spurstange, so dass man quasi nur noch hier diese Radnabe als loses hat, damit der Stoßdämpfer, der ist hier rein und geht komplett bis hier unten hin. Und das komplette Stück, das sind ungefähr 15 cm, muss der quasi nach oben. Das geht aber nur, wenn das hier nach unten geht. Und so sieht das Resultat dann aus. Also ist ein bisschen Fummelarbeit, ist nicht schrauberfreundlich gemacht. Aber ja, gut, müssen wir halt durch. Jetzt machen wir die andere Seite. Ich weiß ja, dass ihr so Schrauber-Content nicht so feiert. Deswegen machen wir jetzt die andere Seite off-cam. Die Seite Federspannen etc. sollte eigentlich jeder schon mal irgendwie gesehen haben. Zeige ich euch auch am besten nicht. Und sobald wir dann hinten dran gehen, dann gehen wir nochmal mit der Kamera dran. Wir machen jetzt vorne erstmal fertig. Und dann, ja, bis gleich. 2000 Jahre später. So, jetzt mal kurz zum Verständnis. Im eingebauten Zustand sahen beide Federn gleich aus. Lasst euch davon nicht täuschen, denn im ausgebauten Zustand sieht das Ganze so aus. Und das ist auf jeden Fall um einiges tiefer. Da bin ich mal gleich gespannt. Krass. Auch feiere ich diesen Federspanner. Was ein Monster. Ja, Jungs, wie spät haben wir es jetzt? 8:45. Angefangen haben wir um 6:15. Jetzt sind wir voll fertig. Jetzt müssen wir hinten dran. So, ja, jetzt ist hinten eigentlich dran. Und zwar muss die komplette Sitzbank raus. Da muss die C-Säule raus, also die Verkleidung davon. Und da muss die obere Ablage hier von der Hutablage raus.
Ist aber bei mir schon mal jemand dran gewesen, deswegen war das doch alles relativ lose. Es sieht wilder aus, als es ist. Das ging relativ schnell. Ich glaube, wir haben dafür jetzt 10 Minuten, 15 Minuten gebraucht. Ja, jetzt kommt, unten ist nur eine Schraube vom Stoßdämpfer. Und dann können wir den auch raussetzen. So, jetzt werden wir dann mal die Sachen hier vollenden. Und dann, wenn alles fertig ist und der Wagen quasi von der Bühne gelassen wird, dann melde ich mich nochmal. Und dann gibt es ja, ein Resümee. Und dann seht ihr das Endergebnis. Bis gleich. So, hinten ist das Ding. Jetzt haben wir die Feder eingebaut. Ich wollte euch das nochmal kurz zeigen. Eigentlich ist so gut wie gar kein Unterschied. Ich hoffe, dass die Feder ein bisschen weicher ist und der Wagen mehr eintaucht. Aber jetzt so im ersten Blick ist damit tieferlegen nicht so viel. Anzeige an meiner Reihe. So, Freunde, wir sind durch mit dem Auto. Ich lasse die armen Beine jetzt immer noch raus. Ich habe euch echt heute mega aufgehalten. Ich bin selber auch tot. Ich habe seit 6-7 Stunden nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken. Finish. Für euch jetzt gleich, für mich der nächste Tag. Und ja, ich sage danke an die beiden für die krasse Hilfe, weil alleine hätte ich es niemals geschafft oder ich hätte aufgegeben. Also, bis gleich. Der nächste Tag, es ist vollbracht, das Auto ist tiefer gelegt und hat Felgen bekommen. Ich habe extrem Muskelkater, weil gestern war sehr, sehr anstrengend. In der prallen Sonne habe ich die Bremsen gemacht bei mir auf dem Hof. Bin dann zum Jan, der mir die Bühne zur Verfügung gestellt hat. An der Stelle danke, danke, danke. Da haben wir dann die Federn verbaut. Der Wagen hat zusätzlich neue Stabis bekommen. Dann hat der Querlenker bekommen, links, rechts natürlich. Dann hat der neue Stabi-Gummis bekommen. Und Hinterbremse sah noch relativ fit aus, deswegen haben wir die nicht gemacht und natürlich neue Federn bekommen. Ihr habt es gerade im Carporn gesehen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare rein. Die 19 Zoll Felgen, Styling 235, die da drauf sind jetzt, die sind nur übergangsweise. Warum? Der Wagen soll später auf 20 Zoll Felgen stehen und eventuell soll der Wagen auch lackiert werden. Ihr könnt mal gerne reinschreiben, was ihr meint, was für eine Farbe dieses Auto bekommen sollte. Aber das erst, wenn er wirklich komplett fertig ist. Es stehen noch gewisse Sachen an. Der Dachhimmel hängt, also Innendach muss ich mich drum kümmern. Service, Öl steht noch an. Technisch ist er soweit fit, aber eine Getriebespülung natürlich könnte er auch vertragen. Meine Frau fährt dieses Kfz, deswegen lassen wir erstmal die 19 Zoll Felgen, bis sie sich an die Länge und die Breite von diesem Fahrzeug gewöhnt hat und einigermaßen dieses Auto handeln kann. Und dann werde ich dieses Auto mit 20 Zoll Felgen versehen und quasi den Endmodus Endschliff geben. Ich weiß auch schon, welche Felgen da drauf kommen. Ihr könnt ja reinschreiben, was ihr für eine Idee habt, was da für Felgen verbaut werden sollten. Aber ich finde das Resultat, für das es nur eine 40-30 Tieferlegung ist, sehr, sehr gut geworden. Der Wagen war ja wirklich hoch wie ein Bus. Wirklich, da kannst du vorne zwischen Reifen und Radhaus konntest den ganzen Kopf reinstecken. Das war wirklich fürchterlich, sah das aus. Das sah aus wie ein Geländewagen. Aber jetzt ist er dezent tiefer. Und ja, ich finde ihn mega sexy, so wie der ist. Dann haben wir noch das Thema Heck. Ich weiß nicht, ob ich die Auspuffblenden wegmachen soll und das wieder auf Original zurückrüste. Quasi, dass die Auspuffrohre nach unten hin versteckt sind.
oder ob ich das so lassen soll. Der Kofferraum kommt eh nochmal lackiert. Da kommt diese Chromblende weg, dann wird das wieder original, weil die Chromblende ist nicht original. Die Rückscheinwerfer, da kann man sich drüber streiten. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr das so ganz cool findet. Die sind ein bisschen aufbereitet, die waren ja vergilbt. Und ja, jetzt wieder einigermaßen im freshen Modus. Ansonsten ist nicht viel zu sagen zu dem Kfz. Das ist wirklich ein schöner Youngtimer. Baujahr 97. Vorne kommt noch eine Lippe drauf. Die fehlt hier noch. Der Wagen wirkt noch relativ schmal in der Front. Aber wenn die Lippe verbaut ist, da gibt es so Alpina-Lippen, auch ohne Alpina-Emblem, weil es ist ja kein Alpina. Ich werde es wahrscheinlich ohne Alpina-Aufschrift nehmen. Kommt noch eine Lippe verbaut, aber das dann wirklich im Endmodus, wenn dann wirklich Lackierarbeiten und Feinschliff angesagt ist. Dann die Kennzeichenhalterung, die kann man auch wegnehmen. Dann gibt es so Abdeckungen, die sind dann durchgehend. Dann ist quasi diese komplette Plastikblende weg. Und dann ist der Lack quasi auch durchgehend. Und oben die schwarze Leiste einmal durchgehen. Und dann wird das quasi cleaner aussehen. Also, Freunde, schreibt rein. Was denkt ihr? Wie ist das Kfz geworden? Was haltet ihr von den Felgen? Ich glaube, hinten ist auf jeden Fall noch eine Spurplatte nötig, damit das wirklich Endporno aussieht. Aber so ist es auf jeden Fall dezent. Lasst noch mal kurz auf euch wirken. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wir sehen uns dann wahrscheinlich am Sonntag. Danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. An der Stelle würde ich sagen, abonniert doch den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich über einen Daumen auf jeden Fall freuen und über einen Kommentar, über ein Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Hinterhof Jargon. Peace out. Ice spray, give you all what your life is. I know what I say.